Mein Name ist Wolfgang Mayer. Ich leite den Bereich Hardwareentwicklung im IBM-Labor in Böblingen. Ich habe dort ein Entwicklungsteam, das sowohl Prozessoren für unsere Mainframe-Server als auch für unsere Power-Server maßgeblich mitentwickelt. Das ist ein Team von etwa 300 Personen und wir sind etwa mit 180 Mann bei den Mainframes mit dabei und etwa mit 120 Leuten bei Power. Ja, also die großen Themen im Servermarkt sind natürlich, wie es ja unsere Strategie ausweist, CAMS, ja, also Cloud, Analytics, Mobile, Social Security. Für uns als Prozessorenentwicklung sind natürlich in diesem Kontext in erster Linie das Thema Cloud und Analytics wichtig. Analytics aus dem Performance-Aspekt heraus. Wir sehen natürlich insgesamt im Servermarkt einen stärkeren Trend jetzt Richtung Parallelisierung. Und wir haben begonnen, quasi unsere Produkte auf diese Parallelisierung auszurichten durch neue Features. SIMD, SMT sind die Schlagworte dort. Gleichzeitig versuchen wir natürlich quasi diesen neuen Cloud-Anforderungen gerecht zu werden. Cloud ist für uns nicht nur ein Technologiethema, es geht auch in neue Richtungen, was das Thema Vertrieb anbetrifft. In der Vergangenheit haben wir eben gesehen, dass das Hardware-Business durch Boxenverkaufen bestritten wurde, das Software-Thema durch Lizenzenverkaufen. Mit Cloud kommt jetzt quasi eine neue Klasse an Kundschaft auf uns zu, die zusehends beginnen, eigene Rechnerstrukturen für ihre Zwecke zu optimieren. Typisches Beispiel Google, aber ich denke mal auch in der Zukunft werden weitere große Softwareanbieter, was den Cloud-Trend anbetrifft, in diese Richtung einschwenken und ihre Systeme mehr und mehr dann auf ihre Zwecke zuschneiden. Und das versuchen wir dann natürlich mit einem etwas veränderten Produktportfolio, wie wir es ja jetzt begonnen haben, vorzubereiten, dann auch dementsprechend zu unterstützen. Ja, also wir haben ja relativ spektakuläre und große Anpassungen gemacht in den letzten 2 Jahren. Ich nenne vielleicht mal die 4 größten. Zum einen haben wir eine neue Technologiepartnerschaft mit Global Foundries. Der Hintergrund ist hier, dass wir natürlich im CMOS-Bereich eine zusehends größere Herausforderung sehen, von einem Technologieknoten zum nächsten zu gelangen. Die Investitionen sind massiv, speziell jetzt im Licht von Übergang UV. EUV. Ich denke mal, das werden nur wenige große Halbleiterhersteller mitgehen können. Wir werden diesen Schritt gemeinsam mit Global Foundry gehen. Dann haben wir natürlich die Acquisition von TMS, Texas Memory Systems. In Kombination mit anderen Akquisitionen ist es für uns eine klare Aussage, dass wir im Speicherbereich Richtung Flash-Technologie und natürlich mit den anderen Acquisitions Richtung Software-Defined Storage gehen möchten. Dann haben wir System X, Lenovo. Wir haben ja unser PC-Business schon vor 10 Jahren an Lenovo veräußert. Jetzt ist der nächste Schritt passiert, dass wir quasi unser gesamtes x86-basiertes System X-Business an Lenovo verkauft haben. Der Hintergrund ist der, dass wir auf Basis dieser x86-Technologie keine großen Differenzierungsmöglichkeiten sehen im Vergleich zu anderen Anbietern, weil wir einfach zu wenig Einfluss auf die Basistechnologie haben. Und aus dem Grund ist dann auch die logische Konsequenz, dass man eben ein Alternativsystem oder ein Alternativ-Ökosystem im Scale-Out-Bereich anstreben, das durch die 4. große Veränderung dann quasi gegeben ist, ist Open Power. Mit Open Power, mit diesem Open Power Ansatz versuchen wir quasi eine größere Breite an Technologien verknüpfen zu können. Das heißt, da sind ja in der Open Power Foundation sind ja einige
interessante Technologiepartner drin, sowohl im Hardware-Bereich als auch was Betriebssysteme oder andere Komponenten anbetrifft. Und da ist eben unsere Erwartungshaltung, dass wir für die Power-Technologie ein Ökosystem schaffen, das eine sehr breite und auch eine sehr attraktive Anwendungsfläche bietet. Vielen Dank.